aus, als könnte er es zunächst gar nicht glauben. Ottmar Hitzfeld, Dortmunds Trainer, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Borussia in weißer Spielkleidung. Und das schien die Gäste aus Schottland anfangs zu verwirren. Karl-Heinz Riedle, eine von mehreren Dortmunder Möglichkeiten in den ersten 25 Minuten. Ottmar Hitzfeld zum ersten Mal mit seiner Wunschelf, also auch mit Julio César und der Brasilianer mit Unsicherheiten. Tommy Coyne, Stefan Kloß im Tor, einer der besten Dortmunder heute. Alex McLeish, der Spielertrainer von Motherwell, auf der Bank und seine Mannschaft weiter mit zahlreichen gefährlichen Angriffen gegen einen schwachen Libero Julio César und erneut Tommy Coyne. 0:0 zur Pause, in vielen Situationen die Farbe Weiß als Glücksbringer, eine starke Mannschaft aus Motherwell, die einiges zu bieten hatte. Knapp 36.000 Zuschauer nach dem Seitenwechsel Dortmund mit drei Spitzen. Für Martin Kreh jetzt Flemming Pause im Spiel. Und das ein Glücksgriff. Der Däne bedient Andreas Möller. Ein ganz wichtiger Treffer für Borussia Dortmund. Die offensivere, die risikoreichere Variante zahlte sich aus. Die 57. Spielminute, das 1:0. Vielmehr tat sich danach nicht mehr ein hart erkämpfter Sieg gegen einen lauf- und kampfstarken Gegner in einem fairen Spiel bis zur 87. Spielminute. McGrillen gegen Matthias Sammer, rot. Die einzige unschöne Aktion in einem spannenden Europapokalspiel.